Einen wunderschönen Sonntagmorgen. So, Akku und Dieter haben wir schon wieder ein bisschen Traktor fahren, gell? Vorne haben wir das Polter schön drauf. Und hinten. Neu gewinden! Jetzt haben wir es endlich gekauft. Ja, mit der alten Winden, die ist jetzt einfach zu schwach geworden beim Windwurf. Und wir haben das dann relativ kurzfristig gemacht sogar, ja. Und warum? Die meisten werden jetzt hier wieder komplett durch dran. Warum kein Tigerwinden? Nein. Ich habe mit jetzt einen Schläger wieder geredet. Der hat da, der Schläger hat echt viel. Der hat da ohne Vorrest und der ist so begeistert. Und mit Valentino habe ich einmal da geschrieben und der hat da ohne Vorrest, der ist auch so zufrieden. Und ich hoffe, dass ich mehr damit auch zufrieden sein werde. Ich hoffe. Ja, und wir haben relativ viel Windwurf. Und also wir daheim eh nicht, aber da in der Gegend ist relativ viel Windwurf. Oder daheim geht es noch, sagen wir so. Wenn jetzt so 400 Meter wahrscheinlich alles so mehr, wenn es so weitergeht, ich weiß es auch nicht. Da wird immer ein bisschen mehr. Von wo zu wo. Und ja, die haben, ich habe es gesehen auf Instagram, alle mir auf Instagram folgen, haben gesehen, dass ich HS409 gehabt habe vom Nachbar. Und das war echt super, dass ich die vom Nachbar kriegt habe so kurzfristig. Eben mit der ist echt was weiter. Und ziehen sie jetzt wie Sau, die ziehen einfach wie Sau. Die reißt die Baum her, das ist brutal. Da duschle und die prickelst dann noch, das ist echt wild. Nur war ich von der Wind alles andere wie begeistert. Die Bremsen hat überhaupt nicht gehalten, die hat vielleicht eine Tonne gehalten oder was. Der Saalausstoß, der elektrische, das ist eine Katastrophe, das ist eine Freiheit, sowas darf ich überhaupt nie aufmachen, das ist viel zu gefährlich. Ich habe Kabel nachher wohl abgesichert, also nicht abgesichert, stärker, ein starkes Kabel rein mit 4,5 Quadrat, glaube ich. Ja, brauchst mindestens, oder sind es 8 Quadrat, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall brauchst du halt, du brauchst ein anständiges Kabel mit einem anständigen Querschnitt. Ich habe dann auch eine fliegende Sicherung noch zwischengebaut, mit 40 Ampere auch gesichert. Ist auch gescheiter, schwer habe ich mit zu viel. Und 40 Ampere ist eh schon genug. Ja. Und habe dort einmal ein Problem gehabt. Der Funk hat ab und zu gekappert, da ist ein Großfunk drauf, der hat auch ab und zu, ich weiß nicht, ab und zu die Winden einfach nicht angenommen, obwohl der Funk eingeschalten war und alles. Ich weiß es nicht. Also die Winden hat dort eine Performance am Tag gelegt, die mir nicht so getan. Und jetzt haben wir wieder Terrafunk mit Startstopp, alles drum und dran, so wie der Funk vorher war. Hätte Kippsensor, aber den brauche ich nicht. Und das ist jetzt eine 85G mit Klappschild, Saalausstoß, 12er Saal hochverdichtet. Wie das gleiche Saal, was wir vorher bei der Krippe drauf gehabt haben. Bei der Gruppe haben wir da 11mm Seil gehabt, da haben wir 12mm Seil. So, was hat sie noch? Seilausstoß, dann den beweglichen Kopf in alle Richtungen, Endtop-Schalter, Smart 3 in 1, Seil, wie sagt man da? So eine Art, kann man sagen, fast Proportionalbremse. Das ist nicht der richtige Proportionalbremse, aber so in die Richtung, gell? Damit ihr das euch noch was runter vorstellen könnt. Sabinhalter. Was hat sie noch? Motorsockhalter. Ah ja, jetzt ein Saalausstoß. Der hat einen stufenlosen Saalausstoß in der Geschwindigkeit regelbar. Ja. Und jetzt, wenn wir in die Garage fahren, die Zapfwellen zu messen. Das ist auch noch wichtig. Die gehört noch richtig eingemessen. Damit sie wohl ja nicht zu lang ist, damit man keine Schäden machen bei der Zapfwellen. Ja, komm. Ah, gut, du mal Schnuffel. Unser Schnuffel da, oder? Ja. Ja. Eben, es ging halt durch der 12 Tonnen Winden natürlich. Ah, leicht so wie jetzt den Traktor. Irgendwann ist, was der. Irgendwann ist genug. Auf jeden Fall, jetzt werden wir die Zapfeln einmessen, Ablängern einmessen. Und dann werden wir noch das Seil aufwickeln. Das heißt, das Seil komplett abwickeln und dann unter Spannung aufwickeln. Damit dass wir nicht von Anfang an gleich keine Knöpfe aufkriegen. Ja, das ist schon 5 Jahre lang, ich möchte auch heute einmal zur Abwechslung. Windwurf. Am Montag kommt einmal einer von Feldkirchen links anschauen, ein Manta.
wie gesagt, falls irgendwer Interesse hat an einem Manta, gell, an den Harvesterkopf, ihr könnt es mir einfach auf Instagram anschreiben oder auf E-Mail s.wahanik@gmx.at, da schreibt es mir an. Und ihr könnt es dann jederzeit besichtigen kommen. Gell? Wir schauen wir da, oder jederzeit, wir machen einen Termin aus und dann könnt ihr es besichtigen kommen. Ich trinke ja ein Hirterbier, gell? Falls wer was mitnehmen will. Nein, falls wirklich wer ernsthaft das Interesse hat, dann anschauen, wie der in der Praxis läuft. Einfach schauen können. Ich melde es halt vorher an, so quasi. Dann schauen wir uns das an. Ich richte Holz her. Oder ich habe nicht laufend irgendwo Holz liegen. Oder wir sind ja jetzt durchgehend dabei beim Holzarbeiten. Dann zeige ich euch das. Das ist eben so ein Harvesterkopf für kleinere Fahrer. Da schaut es euch dann an. Und nachher könnt ihr euch dort informieren ein bisschen. Die Firma ist auch super. Die baut euch das ziemlich überall auf. Quasi noch Absprache, was geht nicht, ist eh klar. Und Preis, wie gesagt, ich habe schon so viel nach dem Preis gesagt, ich kann euch gar nicht sagen, was das genau kostet. Das billiger wie der Woody ist, das ist klar. Ja. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, weißt du, weil es gibt da einen, quasi einen Basispreis und dann ist jener Aufbau. Ja, ist so. Wenn er jetzt auf einer will, auf einen Traktor aufgehoben, der eine hat einen Schlepper, der eine hat einen Bagger. Ja, das ist immer anders. Ja. Und je nachdem müssen wir das richtig abklären lassen, was wo aufpasst. Ja. Welche Vorrichtarbeiten noch sind, was für eine Arbeiten sonst noch sind, das ist ganz, der Preis ist dort ganz individuell, aber diejenigen, die sich für sowas interessieren, die wissen das eh. Aber ich schreibe da sicher nicht drunter, ja. Oder halt, ich schreibe mir immer nicht drunter, was kostet das. Ja, ich kann nicht einmal was drunter schreiben, weil es geht nicht. Weißt du, ich kann nicht jetzt sagen, der kostet 50.000 Euro und dann kostet er aufgebaut, da weiß ich nicht, 70, weil so ein Haufen Scheißerei noch dazu kommen. Das kann man jetzt nicht sagen, gell. Ja, so ist das. Schauen wir, ich will jetzt was futtern gehen und dann schauen wir oben jetzt in der Garage. Passt, bis gleich. Hätte mal was Veganes, gell? Ein Vegetarisches mit Tomaten-Mozzarella-Salat mit Speck. Das gibt es jetzt so nicht aus. Und eine Eier. Das ist ja irgendeine Produktion, gar keine. So, Mahlzeit. Dann gehen wir gleich in die Garage. So. Für all diejenigen, die sich jetzt fragen, wo die Winden her ist, die ist von der Firma Mühlbacher aus Damsweg. Mal herzlichen Dank, dass er super hingehört. Internet gesucht, gefunden, Angebot geschickt, rausgefahren. Das war relativ unkompliziert. Gute Einschulung gekriegt. Aufladen war lustig mit dem Senior-Chef. Das war echt cool. Ja, der coole Dachsen, ja. Haut hin. Schaut aus. Vorne ist, glaube ich, noch angenagelt. Da oben. Dort und da, ja. Die großen Taschen. Ketten habe ich natürlich hinten gehalten. Sehr klar, Seilgleiter. Habe ich auch nicht hinten gehalten. So, und jetzt heißt es Seilwinden umbauen, probieren. Links und rechts an der Bahn. Halt die Winden so, scheiße. Jetzt heißt es eben, die Zopfeln zu, zu einem Ende stellen. Die Zopfeln, die Länge so, zu einer Wirst, dass das noch perfekt passt, dass man keine Stauung oder nichts zusammenkriegt.
auskennen. Bei der Sauer ist auch so, das ist ein Maßenprodukt. Die Läufe werden maßenhaft fertig. Das haut aber hin. Das ist bei den Seilwindern nichts Besonderes. Bei einer kleinen Manufaktur kann schon sein, die weiß, österreichische Arbeitskräfte, Arbeitsplätze hin und her. Aber Slowenien ist nicht weit weg von Österreich. Ja, vor allem nicht von uns weit weg.10er Schild, gell? Haben wir schon gesagt, um die 70. Bisschen eng ist hinter der Winden. Ist aber gut. Der eng angebaut ist, haben wir, ist die Winden näher dabei. Hat mehr Gewicht sozusagen. Beim Traktor ist das Gewicht näher beim Traktor. Bei dem Traktor ist das wurscht, gell? Aber ihr wisst, was ich meine. Gar nicht so blöd das mit den Fahrern da. 1, 2, 3, 4, 5 geht denn. Ganz gut, was brauchst du? Oder starke Wind. Was dann auf dem Käfer? Es hilft nichts. Es hilft nichts. Alle wird der Lackbolt am abgeschlagen, aber das ist ja Winden. Das ist ja Seilwinden. Eben. Irgendwas wird auch noch auf dem Ohr. Ich muss ein bisschen schneller pimpen, her und wegkramen. Beziehungsweise, wenn sie drüben eingekackelt sind, dann alles so. So, jetzt haben wir meistens mit zwei Ketten gesagt, beziehungsweise oft mit drei. Die lassen wir nach außen. So, jetzt haben wir gesagt, eine ist also 68. Als nachendste 68 und als vorne und hinten noch einmal plus Stummelsitz. Wie weit geht es noch rein? 68. 4 8 dazu. 68 plus 4 ist 72 plus 4 ist 76 Gesamtlänge. Und eine 10. 78 haben wir gesagt, gell?
So. Wenn wir da mal abschalten, bis sie alles hergerichtet hat und ausgemessen haben, dann zeigen wir uns die wieder. So, jetzt ist es so, gell? Also man hat die Gesamtlänge, gell? Muss man dann ermitteln von der Zopfeln. Das ist in dem Fall 110. Dann minus die kürzesten Abstand plus 5 cm. Das ist einfach, wo es die Zopfeln auf einer Seite noch drüber rutschen kann. Und das ist dann das Ergebnis. Das heißt 110 minus 72 ist 38. Und das heißt 38 cm müssen wir auf jeder Seite kürzen. Dann wollen wir mal kontrollieren. 110 minus 72 ist 38. Passt. Auseinandergenommen. Und dann wird jeweils 38 cm abgeschnitten. Das machen wir jetzt gleich. Ausgeschaut mal da wieder. Saugraust. Ja, letzten paar Tag ein paar Mal Werkstatt Einsatz gehabt. Der verdammt. Und 38 cm habe ich schon gehört. So, mit einmal um 40 cm, weil ich glaube, der Lindner ist etwas, viel nicht, aber etwas. Und das müssen wir noch einmal ganz genau anschauen. Ich muss extra schauen. Kann sein, dass wir es nochmal kürzen müssen. Aber jetzt für den Fan, wenn wir es einmal auf die 38 cm kürzen. Einmal außen extra kürzen. Ja, kann das wohl sein. Ja, na, sie lernen noch so lang. Hätte am Ende die alte auch noch gepasst. Ha? Sehen wir uns gleich wieder. Das muss ich mir jetzt im Internet mal anschauen, ob es wohl richtig ist. Normalerweise, wenn es glauben, was ich in der Vorschau aufgepasst habe, muss er da sicher so sein. Schauen wir mal auf YouTube, da werden wir irgendwas finden. Da von Krone. Ist das notwendig? Ja, aber es passt schon. 100 Zähne. Haben wir Gesamtlänge. Minus, also 68 plus 5 ist 73, ja, 68 minus plus 5 ist 73, 110 minus 73, 37 cm. 110 minus 37, also sie ist dann 73 cm lang, die Zapfwelle in der gesamten Länge. 73 cm, ne, ist ja nicht so kurz. Jetzt schon passen. Mal anziehen und damit wir mit der Fleck schön rot rumkommen. Ah, das Wichtigste ist, gell, das Wichtigste. Mit der Flex aufpassen, gell. Wenn du dir auf eine kämst, ist das Rohr beleidigt. Da ist eh noch Rohr, das ist, nein, das ist das Innenrohr. Das, auf das gilt es dann aufpassen. Das machen wir nämlich zuerst, da sind wir nämlich auch motiviert. So. Jetzt am Morgen, damit es das nicht alles. Das sind Bremsenreiniger, die sind meistens schon ab Werk gefettert, gell? Ich tue aber jetzt da mal, weil der Stab drauf ist,
So, jetzt noch von außen noch einmal die Sieme rauskürzen, gell? Grüß dich, servus. Wird man sagen, servus, bitte. Grüß. Jo, jo, jo. Die da Hummer tun uns ja. Die Kamita, da hungert uns. Viele Geschäden. Die einmal so schlankelt, weg damit. Weg damit, das brauchst du nicht, das Zeug, das ist viel zu gefährlich. Alber Sicherheitsbrillen tragen, gell? So wie immer tun. Wenn ich gut erwischt, schaut aus. Wenn ich oben geraten. Wenn ich oben geraten. So, einen Schluck Bremsenreiniger noch drüber. Passt auch. Nächste Zapferle. Wieder wie gesagt, außen, innen. So. So, weiter geht's. Also, wir haben jetzt einen Terrafunk installiert. Der heißt, glaube ich, DA51 Ring, so wie in die Richtung. Ja. Terrafunk habe ich vorher schon gehabt und das taugt mir wirklich gut, weil der ist ganz gleich wie der alte. So, ich kann da einmal kurz lösen. Kann ich sozusagen ein proportional bremsen. So. So, irgendwie geht es. Ja, die Vorhasch. Wenn ich 3 Sekunden aufbleib. Na, jetzt ist es offen. So, jetzt habe ich aufgemacht. Jetzt habe ich das erste Mal aufgemacht, so läuft es. Jetzt noch einmal aufbleiben, dann kommt der Salonstoß. Abschalten. Und was geil ist, was mir wirklich taugt, die zieht mit der 45er extrem langsam. Ich habe eigentlich mit der Links immer mit der 34er gezahlt beim Lindner. Aber da, das taugt mir, die zieht sehr langsam. Nur wenn man halt einen Links abbauen kann. Gasstellmotor. Das ist ja langsam ziehen, aber das macht nichts, das ist gut. Langsam ziehen ist gut. In der Ruhe liegt die Kraft. Wisst ihr, wie das Sprichle geht? Langsam ist präzise und präzise ist schnell. Endabschalter. Perfekt. Okay, ich werde jetzt das Seil neu aufwickeln und dann sehen wir uns gleich. Gell? Bis später. So, weiter geht's. Man macht auch die Winden sehr übersichtlich, man sieht super aus. Und warte mal, was auch noch gut ist. Scheiben geht sich aus, die Scheiben geht sich aus. Trotzdem, wenn wir alle trotzdem zulassen. So, holen wir da rein. Jetzt sind wir da oben einen Stock umwickeln. Und dann werde ich hinter
ausfahren, solange bis Fos Kasalma drauf ist. Und dann werden wir uns aufziehen lassen. Sehr übersichtlich, die Wind. So. Jetzt mal vor. Aber die Wind wirklich übersichtlich, kompakt gebaut. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. So, jetzt haben wir das Smart-Lösen rein, glaube ich. Das fährt mit angezogener Handbremsen. Ja, das funktioniert super. Es ist keine richtige Proportionalbremse, sondern es zieht Seil einfach mit leichter Gegenspannung aus. Das heißt, wenn ich jetzt eine Buch abhänge, dann fallen die zwar oben, aber der Seil läuft nicht noch. Da haben wir schon die 100 Meter. Ja, noch nicht wie schon. Jetzt haben wir einen Leerlauf rein und lassen wir uns kaum anziehen. Den vorfahren wir sie noch. Zehn Meter noch. 100 Meter, 12er Seil. Hat da drin Wickelspulen drauf.
circa uns schon zurück. Wenn wir Gas geben. Ja, das dauert jetzt ein wenig. Los, wir uns erziehen, gell? Los, wir uns erziehen. Dann werden wir ein Stück als Reis probieren, gell? Bis später. So, jetzt werden wir uns schon links ausreißen, probieren. Letztens mit der Holzknecht auch schon probiert. Ist leider auch nicht gegangen. Aber naja, ist jetzt so. Schauen wir, jetzt gleich noch ein paar Priegel anhängen. So, noch einmal. Ja, na, super Wind. Ja. Kompakt. Ausschauen ist super. Der Rohrbau hat gerade sogar schön schwer. Na, ausschauen passt auch, glaube ich. Ja, bin ich neugierig. Hauptsächlich wird sie nachher wieder beim Lindner dabei hängen. Hoffentlich. Und jetzt schauen wir mal die nächsten paar Partien, wenn die interessant werden. Da werden wir viel vorrichten für den Prozessorkopf. Viel vorrichten. Ganz viel vorrichten. Das passt auch gut. Das ist ein lustiges System, mit dem sie arbeiten. Ja, bin schon neugierig. Ich hoffe, ja. Preis, gell, Preisfrage. Ja. Lass dich eine anbieten, dann wisst ihr, was sie kostet. Wir haben uns reingetauscht, die Alte, für die haben wir nicht schlecht gekriegt. Lass dich einfach nicht umbieten, dann wisst ihr, was es kostet. Ganz einfach. Ganz einfach. Passt. Morgen werden wir ein bisschen im Wald schauen gehen. Morgen ist Sonntag, gell? Morgen, also heute ist Samstag, morgen 6. Video in der Früh. Es ist schon halb 8 oder 8, Barriere. Video schneiden, aufladen. Auf jeden Fall, wenn morgen mal so schauen gehen, was so rundum noch bei den Nachbarn alles da dran ist, wo was liegt. Und da mal mit dem Thomas, mit dem Prozessorkopf durchrattern. Da oben brauchen wir einen Bagger, ja schön, da sind die Steinlinsen drinnen, ich komm da sonst nicht zurecht. Auf der einen Seite war ja rot, nein, keine. Ihr seht es halt unten, schon die Brennradler drin, wachsen tut es nicht gar so aus, auf der Klärbrochen oder das Fett drauf. Der Luciane Klärbrochen tut das nicht so schlecht drauf, Mais ist auch nicht so schlecht, und es tut schon die Futter zusammen. Ich hoffe, es regnet bald einmal, ich hoffe. Ja, nichtsdestotrotz, wir werden morgen schauen gehen, Samstag ist heute, morgen ist Sonntag, Montag ist in der Früh wieder Habicht, nachher geht's. Jetzt im Konsum. Da werden wir mal Gas geben, so richtig wieder. Bauen wir zu rupfen. Da muss ich daneben durchlosen. Schwiegervater, Victor hat schon auf dem hergerichtet.
Ja, das hält sich super hin mit dem. Das ist super. Den baust du sagen und der tut. Perfekt. Das passt perfekt. Das passt perfekt. Wir, wenn wir jetzt da das Ketele irgendwo reinstellen, da muss ich auch mal baggern und wenn ich Platz. Mein altes Gerät schütt, das will man irgendwann einmal irgendwann einmal schenken. Ich hätte schon einen, aber der muss einmal kommen. Ich hoffe, der kommt bald einmal. Sollen. Dann will man da einmal alles Bauer Schrott überliefern und nachher, wenn wir da eine Stammeierle sitzen, so dass wir da besser aus dem Ding kommen. Das ist ein wenig leichter, wie alles miteinander. Alles in allen. Ja, bald der Schütt, halt super hin. Wind mit hoffentlich auch gut hinhauen. So machen wir das. Funk wird auch hinhauen, da können wir ihn schon aus. Das ist der gleiche wie vorher. Ja, ich hoffe, gell, ich hoffe. Passt. Bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Geht's mal schwimmen oder sonst irgendwas oder wandern. Ich gehe morgen wandern. Passt nachher. Schönen Sonntag euch noch. Gell? Viert euch, servus.